Steh auf. Wir sollten gehen. Karl Steinbeck ist tot. Hey, da bist du ja. Ich hörte, eine Psychokillerin verfolgt dich. Stimmt das? Hab gehört, sie verfolgt dich schon, seit du klein warst. Woher weißt du das? Du weißt schon. Tratsch halt. Ich werde operiert. Das Positive ist, die Medikamente sind klasse. Sie lassen mich von Blumen träumen. Oleander, der vom Himmel fällt. Heute Morgen sah ich dann in meiner Hand. Okay, Hannah, es ist soweit. Im Nachtschränkchen in der Schachtel. Ich hielt sie in der Hand, als ich aufgewacht bin. Komm bitte. Keine Sorge. Wir kümmern uns um sie. Sie kommt nicht zurück. Ich habe es schon mal gesehen. Die Nasenbluten. Die Anfälle. Sie stirbt. Keiner will es sagen. Aber es ist wahr. Gib das her. Ich sehe sie, wenn ich schlafe. Pinke Blumen fallen vom Himmel. Genau wie Hannah. Ich sehe sie auch. Wir sehen uns nur ein paar Beweise aus der Wohnung an. Die meisten davon sind im Labor, aber ein paar Sachen solltest du dir ansehen. Kein Grund zur Sorge. Der Chief Inspector wollte, dass wir das hier machen. Warum machen wir das nicht auf dem Polizeirevier? Du hast so viel durchgemacht, Erica. Wir möchten nur, dass du dich so wohl fühlst wie möglich. Kommen Sie rein. Das Wasser kocht. Chief Inspector? Was denkst du? Sind wir nah dran? Ist dir das?
fehlen ein paar Details. Okay. Was ist damit? Das war in ihrer Wohnung. Ihr Name ist Mia Green. Sie war Patientin im Delphi-Haus. Sie hatte engen Kontakt zu deiner Mutter. Sie wollte sie andauernd schützen. Manchmal auf aggressive Art. Sie schützen? Sie war schwierig, manchmal gewalttätig. Ihre Kindheit war höchst unangenehm. Aber die Freundschaft zu deiner Mutter half ihr. Erica. In der Nacht, als deine Mutter starb, brach Mia Green in die Arzneikammer ein. Sie starb an einer Überdosis. Das ist unmöglich. Wir haben vor Gericht eine Exhumierung beantragt. Bis dahin arbeiten wir mit der Telefongesellschaft zusammen, um mehr über den Anruf herauszufinden. Brauchen Sie Hilfe? Nein, das geht schon. Blake, würden Sie... Bei Corker? Ja, hier ist Sergeant Blake. Unverzüglich. Ich muss gehen. Jemand brach ins Delphi-Haus ein. Ich komme mit Ihnen. Du nicht. Es ist nicht sicher. Ich komme mit. Nein, Erica. Er hat recht. Du kannst dort nicht helfen. Erica, alles okay? Du blutest. Gehen Sie. Ich kümmere mich um Sie. Das Badezimmer ist dort. Den Gang runter. Das wird wieder. Thank you.
Hallo, Eric. Hast du mich vermisst? Sie sind tot. Noch nicht. Nicht wie der Chief Inspector und die anderen. Steinbeck, Joe Haar. Sie stecken alle unter einer Decke. Ich werde dir nichts tun. Warum tun Sie das? Er gab ihnen seine Tochter. Sein eigen Fleisch und Blut. Ich werde dich beschützen. Sie haben mein Leben zerstört. Dein Vater machte mich zum Monster. Er nahm deine Mutter und sperrte sie weg. Er verkaufte sie und seine Seele an den Teufel. Unter dem Delphi-Haus ist eine andere Welt. Geheime Wege und Türen führen dorthin. Ich gab dir das Medaillon, den Schlüssel zu allem. Aber du hast es weggegeben. Aber es gibt noch eins. Genau vor deiner Nase. Die Schlösser sind in den Wänden. Finde eins und sieh es mit eigenen Augen. Draußen im Wald gibt es eine alte Farm. Zwischen hier und dem Delphi-Haus. Ich warte dort auf dich. Draußen im Wald gibt es eine alte Farm. Komm allein. Zwischen hier und dem Delphi-Haus. Ich warte dort auf dich. Ich hätte bleiben sollen. Hier war niemand. Eine der Frauen hat versucht, in die Apotheke einzubrechen. Welche Frau? Toby Newman. Sie hat eine Vorgeschichte. Das war also absehbar. Alles okay? Kann ich dir irgendwie helfen? Sie sagten, sie sei tot. Ich sah sie genau hier. Was soll ich dazu sagen? Irgendwer liegt in ihrem Grab. Wir haben ein Team rausgeschickt. Wir machen ein paar Tests. Dann wissen wir mehr. Versuch etwas zu schlafen. Hier bist du sicher, versprochen. Ich fühle mich aber nicht sicher. Schon gut. Versuch, etwas zu schlafen. Hat sie irgendwas gesagt? Irgendwas, das uns helfen könnte, sie zu finden? Nein. Gar nichts.